Thomas hier, cool, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich zeige euch heute, wie ich bei Fusion 360 meine Fräser implementiere und die Datenbank pflege. Kurz, knapp und präzise möchte ich euch heute zeigen, wie ihr einen neuen Fräser in eure Werkzeugdatenbank einpflegt, beziehungsweise falls ihr noch keine Werkzeugdatenbank habt, dann werden wir jetzt gemeinsam eine Werkzeugdatenbank in Fusion 360 anlegen, damit ihr alle eure Fräser und auch wirklich nur eure eigenen Fräser in einer übersichtlichen Datenbank habt und immer für jedes Projekt individuell darauf zugreifen könnt. Heute aus dem Wohnmobil, ich bin beruflich unterwegs, es hindert mich aber nicht daran, eure Fragen zu beantworten. Das ist eine Frage davon und das gehen wir jetzt an. Um einen neuen Fräser in eure Datenbank aufzunehmen, braucht ihr natürlich einen Fräser und ich empfehle immer noch dazu einen Messschieber. Einfach aus dem Grund, weil wir das alles nochmal nachmessen. Es stehen zwar auf dem Fräser immer klar die Daten drauf. Hier sehen wir, ne, zwei Zähne und einen Durchmesser von 6 mm. Das ist übrigens einer meiner Lieblingsfräser. Das ist ein Zweischneider mit geraden Kanten. Damit kann man wunderbar Holz oder MDF oder sowas fräsen, ohne dass nach oben hin Ausriss entsteht. Diesen Fräser werden wir jetzt einfach mal ganz entspannt zusammen implementieren. Dafür gehen wir als allererstes mal bei Fusion rein. Wenn ihr Fusion gestartet habt, geht ihr oben hier auf den Reiter. Dort geht ihr auf Fertigen und habt dann hier oben rechts das Symbol Verwalten der Werkzeugbibliothek. Da drückt ihr mal drauf. Und dann öffnet sich dieses Fenster. Hier seht ihr auch schon direkt, es öffnet sich meine Werkzeugbibliothek, aber wir machen mal Schritt für Schritt. Das, was ihr hier findet, sollte in der Regel alles gleich sein. Ihr habt oben Dokumente, dann habt ihr Cloud, Lokal, die Vendors und die Samples. Kurz erklärt, in der Cloud könnt ihr Sachen speichern, die ihr dann auf verschiedenen Rechnern immer zur Verfügung habt. Klar, wenn ihr lokalen Werkzeug abspeichert, habt ihr dieses Werkzeug lokal abgespeichert, das heißt nur auf eurem Laptop oder nur auf dem Rechner, der an eurem Schreibtisch steht. Hier bei Vendors sind die, können wir mal kurz reingehen, das sind quasi Hersteller, die ihre Fräser vorgefertigt angeben. Das heißt, solltet ihr von diesem Hersteller einen Fräser kaufen, könntet ihr direkt den richtigen Fräser auswählen und in eure Datenbank kopieren oder einfach auswählen und damit dann quasi euer Projekt starten. Das nächste ist quasi Beispiele. Da sind wirklich ein Haufen Fräser von Fusion 360 vorgefertigt worden. Da kann man sich seinen Fräser raussuchen oder für eine Beispielaufgabe, die nur virtuell ablaufen soll, einfach einen auswählen. Mich persönlich hat es immer gestört, da irgendwas rauszusuchen, was annähernd ähnlich ist. Ich wollte meine eigene Werkzeugdatenbank haben und habe die hier auch angelegt. Und das habe ich persönlich in einem Cloud-Ordner gemacht, und zwar hier. Ich habe die ganz wirklich sehr simpel einfach meins genannt. Wenn ich da drauf drücke, habe ich meine Fräser, also meine gängigen Fräser, mit denen ich üblicherweise fräse. Der Größe sortiert, schön von oben nach unten nummeriert, eingepflegt. Das machen wir jetzt zusammen. Das heißt, wir gehen wieder auf Cloud. Ich schließe das mal hier. Ob ihr es auf Cloud oder lokal speichert, ist euch überlassen. Ich zeige euch jetzt, wie ihr es in der Cloud macht. Ihr macht einen Rechtsklick auf die Cloud, macht eine neue Werkzeugbibliothek und dann erscheint dieses hier. Das ist im Prinzip schon eine Bibliothek. Die könnt ihr jetzt umbenennen. Ich nenne jetzt einfach mal Live Latitudes, haben wir. Und das ist unsere neue Werkzeugbibliothek. Klar, die ist leer und die wollen wir jetzt füllen. Das mache ich natürlich wieder mit einem Fräser. Ich habe ja hier den Fräser mitgebracht. Wenn wir das jetzt mal uns angucken, der Fräser hat ja im Prinzip vorgefertigte Maße. Ich könnte die jetzt einfach übernehmen, aber wir messen die jetzt einfach nochmal ab. Und zwar geht ihr hier oben bei Fusion 360 in dem Fenster auf, es zeigt es euch auch an, neues Fräswerkzeug. Da klickt ihr drauf und öffnet sich ein neues Fenster. Wir gehen hier oben bei den Reitern, fangen wir bei allgemein an. Beschreibung. Also das ist definitiv ein Holzfräser. Ein Holzfräser für Holz ist logisch. Ich nenne ihn mal einfach Zweischneider. Diese Beschreibung seht ihr nachher in der Werkzeugbibliothek und falls ihr irgendwelche besonderen Fräser habt, dann könnt ihr da irgendeine Beschreibung zu packen, dass ihr die schneller wiederfindet, solltet ihr immer unfassbar viele Fräser einpflegen. Zur Hersteller, Produkt-ID und Produktlink sage ich jetzt mal nichts, ich lasse es einfach frei. Ihr könnt das natürlich alles eintragen, wenn ihr das wollt. Ich brauche das jetzt nicht unbedingt eintragen. Das ist jedem selbst überlassen. Gehen wir auf den nächsten Reiter, das Werkzeug.
Und hier seht ihr schon viel mehr wichtigere Daten, die wir jetzt eingeben. Wir machen das ganz entspannt von oben nach unten. Erstmal beim Typ Kugelkopffräser. Nee, wenn wir uns den Fräser mal angucken, ne, der ist definitiv kein Kugelkopffräser, das ist eindeutig ein Schaftfräser. Ihr geht dann hier auf den Reiter und dann wird euch viel vorgeschlagen. Ihr seht es jetzt leider nicht ganz, es ist etwas nach unten verschoben, wegen meinem Aufnahmemodus hier. Auf jeden Fall habe ich hier oben Schaftfräser, ihr seht es noch so ganz bisschen. Alles andere passt bei mir gerade nicht, weil alle anderen Fräser eine andere Aufgabe haben, also gehe ich auf Schaftfräser. Da sucht ihr euch einfach das raus, was am ähnlichsten ist. Kleiner Zwischentipp noch, ich habe lange gesucht, um zum Beispiel einen Phasenfräser zu implementieren oder einen, ich meine, hier steht Phasenfräser, aber wenn ihr einen Gravurstichel zum Beispiel habt, so ein Gravurstichel, womit ich diverse Sachen schon graviert habe, auch in anderen Videos, die sind dann nur ganz klein und hier steht nirgendwo Gravurstichel, da geht ihr einfach auf Phasenfräser. Der Gravurstichel ist ja im Prinzip, wenn man ihn vergrößert, nichts anderes als ein Phasenfräser. Aber zurück zu unserem richtigen Fräser. Der Schaftfräser, den klicken wir einfach hier an, wählen ihn aus, dann gehen wir weiter, Anzahl der Schneiden, ganz klar, wenn wir uns den nochmal im Detail angucken, wir haben zwei Schneiden, steht auch hier auf der Verpackung drauf, wo ist sie, da, Z2, also zwei Schneiden. Material, HSS, ja, das lasse ich so, das ist meiner Fräse egal, was für ein Material das ist, die ist sowieso zu schwach, um irgendwelche Fräse abzubrechen. Und gehen wir weiter zur Einheit. Ich möchte gerne mit Millimetern arbeiten. Und meine Spindel. Hier sieht man es, Spindelrotation im Uhrzeigersinn. Ja, klicke ich an, beziehungsweise ist schon anklickt. Meine Spindel dreht im Uhrzeigersinn. Innenkühlungsmittel. Nein, habe ich nicht. Mein Fräser wird nicht von innen gekühlt. Das lasse ich alles so. Jetzt kommt der wichtige Part. Jetzt haben wir hier verschiedene Daten, die wir eingeben können. Da geben wir natürlich dann einmal den Durchmesser ein. Den messen wir ab. Deswegen auch die Schieblehre. Und zwar steht da zwar 6 mm drauf, ihr seht es, ne? Ich könnte jetzt einfach 6 mm eingeben, ja, könnte ich machen. Bei diesem Fräser passt das auch relativ gut, aber ich habe zu Hause einige Fräse, wo der Durchmesser mit 4 oder 5 mm angegeben ist. In Wirklichkeit sind es aber nur 4,8 oder 4,7. Das liegt daran, dass die Schneiden einfach nur mal ganz anders, ich muss die Kamera mal ein bisschen verstellen, die Schneiden werden ganz anders gefräst oder geschliffen, als zum Beispiel hier oben der Schaft. Wenn wir uns den Schaft mal angucken, der hat wirklich perfekt, ja, fast perfekt, 6 mm. Wenn ich jetzt höher gehe auf die Schneide und die Schneide einfach mal ein bisschen drehe, so dass sie einmal durchrutscht, dann haben wir 5,93. Da sieht man schon, selbst bei diesem Fräser habe ich eine minimale Abweichung. Der passt so gerade hier durch. 5,93, das ist jetzt nicht viel. Wenn ich aber genau fräse und sage, der Maschine ist in 6 mm, es sind aber wirklich keine 5,8 zum Beispiel, dann fehlt mir was. Und das merke ich später, wenn ich zum Beispiel eine wirklich genaue Passfräsung mache und das Werkstück nicht da reinpasst, wie ich mir das vorstelle. Ich werde jetzt nichtsdestotrotz trotzdem 6 mm eingeben bei Fusion. Springen wir mal zurück zum Fusion. Dann geben wir ein, 6 mm ist der Durchmesser. Und gehen dann einfach mal hoch zur Schneidelänge. Die Schneidelänge, das ist auch hier wunderbar bildlich quasi abgedruckt. Die Schneidelänge ist wirklich der Bereich, wo ich Holz schneiden kann oder mein Material. Man sieht es hier oben, ist Schluss mit dem scharfen Fräser. Das heißt, wenn der Fräser weiter eintaucht als bis zu diesem, naja, angefassten und angeschliffenen scharfen Stück, dann bekomme ich Probleme. Dann fängt es an zu schmoren, dann schneidet der nicht mehr, sondern dann, ja, dann reibt er das Material einfach weg. Also messen wir auch bei unserem Fräser ganz genau diese scharfe Kante. Das ist hier ungefähr, wenn wir uns mal angucken, 21,6 mm. Ich runde mal ab auf 21 mm, dann bin ich sicher. Und gebe bei Fusion wieder 21 mm ein. Ja, die Schulterlänge ist quasi... Hier sehen wir gar keine richtige Schulter, beziehungsweise eine minimale. Bis dahin, wo der Fräser mit dem Durchmesser, den wir vorne gemessen haben, hochgeht. Das wäre im Prinzip, wenn ich es mal versuche hier anzuzeigen, da oben endet die Schulter, da wo das angefasste ist. Ich mache da einfach einen Millimeter höher. Genau, gebe ich die Schulterlänge an mit 22 mm. Und der Schaftdurchmesser, den haben wir gerade auch schon abgemessen, sind 6 mm, dabei bleiben wir. So, die Körperlänge,
Und die Gesamtlänge unterscheiden sich davon, dass die Gesamtlänge quasi, logischerweise, wie das Wort schon sagt, ist die Gesamtlänge. Die können wir auch mal eben abmessen. Das sind bei mir 51,2 mm. Gebe ich dann bei der Gesamtlänge ein. Ich runde wieder ab auf 51 mm. Und die Körperlänge, hier sieht man das auf dem Bild in Fusion. Damit meinen die im Prinzip das, was außerhalb des Bohrfutters oder der Spannzange rausguckt. Das ist bei mir eigentlich egal, weil ich spanne das halt immer so weit wie möglich ein, aber so kurz wie nötig. Und deswegen nehme ich da einfach ein gesundes Mittelmaß und behaupte mal, dass bei mir die Körperlänge ca. 35 ist. Also im Maximalfall sollte das hier rausgucken. Warte mal, das sieht man jetzt schwierig so dort. Ab hier sollte der Fräser ja sowieso rausgucken, sag ich mal, weil da wird er nicht mehr vernünftig festgehalten. Das heißt, meine Körperlänge sind ca. 32,5. Ich werde jetzt einfach mal 32 eintragen und dann habe ich hier im Fusion alle meine Daten eingegeben. Ja, dann springe ich mal einen weiter auf den Schaft. Da sage ich jetzt nichts zu, beziehungsweise da gebe ich einfach nichts ein, weil das funktioniert auch, wenn ich nichts eingebe. So kompliziert ist bei mir die Fräse nicht. Der Halter, auch ganz klar, ich habe keine Fräse mit Wechselhalter, ich brauche da nichts eingeben. Ich habe ein Spannfutter, eine Spannzange, wie die meisten von euch, denke ich mal, und werde hier alles so lassen, wie es der Ursprung ergibt. Schnittdaten. Hier braucht man nichts eingeben, man kann aber was eingeben. Es ist relativ bequem, weil später, wenn ihr das Werkzeug quasi fertig macht, ist es relativ cool, wenn der Fräser, und es ist bei diesem Fräser ist es vor allem so, dass ich in der Regel immer mit Maximaldrehzahl fräse, weil das ist ein Holzfräser und Holz möchte ich so schnell wie möglich mit möglichst viel Vorschub fräsen. Das heißt, hier gebe ich ganz einfach schon mal meine Maximalspindeldrehzahl ein. 24.000 Umdrehungen. Schnittverschub passt mir auch mit 1000 mm pro Minute, da habe ich gute Erfahrungswerte und das lasse ich erstmal so. Das heißt, wenn ich später diesen Fräser auswähle, sind diese Daten automatisch schon drin und muss sie nicht immer nochmal eingeben. Das erleichtert so ein bisschen die Vorgehensweise später. Ich kann das alles nochmal separat eingeben, wenn ich mein Rohteil fertige quasi, aber so ist das schon mal eine gute Grundvoraussetzung oder eine gute Grundeinstellung. Gehen wir auf Postprozessor. Hier habe ich die Nummer 1 eingegeben, hier oben, sonst mache ich nichts und lasse das alles so. Wir können mal kurz durchgehen, was das bedeutet. Außenkühlung, Wasser, gut, dass wir nochmal durchgegangen sind, stelle ich natürlich aus. Das deaktiviere ich. Ich habe keine Außenkühlung, sonst, ich meine, es ist letzten Endes wurscht, ob im G-Code später die Außenkühlung mit drin steht oder nicht. Wenn keine Kühlung vorhanden ist, dann wird auch keine Kühlung angehen. Und ich lasse das Häkchen gesetzt bei angetriebenem Werkzeug, weil es kein Stichmeißel ist, zum Beispiel bei einer Drehbank, sondern mein Werkzeug ist quasi angetrieben, es bewegt sich. Ist unser erster Fräser. Ich lasse die Nummer 1. Wenn ihr mehrere Fräser später einpflegt, würde ich euch auch empfehlen, dass ihr die Nummern vernünftig nummeriert. Das liegt einfach daran, dass wenn ihr verschiedene Werkzeuge nutzt, oder für ein Werkzeug oder für ein Werkteil, dann erkennt Fusion oder baut Fusion in den G-Code selbst die Werkzeugwechsel ein. Das heißt, wenn ihr mit Estelcam oder ähnlichen Programmen später fräst, dann hört die Maschine auf und ihr habt Zeit für den Werkzeugwechsel. Gut, wir drücken auf OK und wir sehen in unserer neuen Werkzeugdatenbank in der Cloud, die Live Latitude ist, haben wir jetzt unseren ersten Fräser implementiert. Ja, im Prinzip, wenn ich jetzt das Ganze schließe und mal auf Fertigen gehe und ein Setup wähle. Ich habe jetzt natürlich nichts konstruiert, deswegen wird das nicht funktionieren. Schade. Klar, ich könnte natürlich eben was machen. Aber ich denke mal, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Wenn ihr jetzt ein Werkzeug oder ein Werkstück fertigen wollt, dann könnt ihr diesen Fräser einfach auswählen mit den Daten, die ihr eingegeben habt. Und eure Fräse weiß von vornherein, pass auf, der Fräser ist so groß, hat die Nummer und es läuft. Das war ein ziemlich spontanes Video. Die ganzen Mittel und Möglichkeiten, die mir hier zur Verfügung stehen im Wohnmobil, sind sehr begrenzt. Ich hoffe dennoch, dass ich euch irgendwie helfen konnte. Klar, mit dem Laptop kann ich euch ein bisschen was in Fusion zeigen, aber richtig aufregend ist das nicht. Ich wünsche mir auch sehr, dass das alles bald hier vorbei ist und ich relativ schnell wieder in meine Werkstatt komme nach Hause.
Ansonsten freue ich mich natürlich, dass ihr eingeschaltet habt und der eine oder andere wird jetzt hoffentlich sich an den Schreibtisch setzen und seine Werkzeuge mal endlich vernünftig implementieren, sodass eine vernünftige, ordentliche Werkzeugdatenbank entsteht. Für alle anderen, Dankeschön, gebt mir ein Like oder abonniert mich, falls ihr Bock habt. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Projekt hoffentlich wieder in der Werkstatt. Ciao, bis bald.